Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video im Gegensatz zu If-Else und Switch-Statements aus den vorherigen Videos mal Schleifen an, um genauer zu sein, die While-Schleife. Und ich lösche einfach mal den Code, den wir bisher für die anderen Kontrollflussstrukturen genutzt haben, dass wir hier letztendlich bloß noch mit der Main-Funktion unterwegs sind. Und wir schauen uns zunächst natürlich erstmal an, was ist nochmal der Sinn von Schleifen. Prinzipiell steckt dahinter der Gedanke, dass man einen Codeblock öfters hintereinander ausführt. Nicht nur einmal, sondern mehrmals oder unter bestimmten Umständen auch gar nicht. Und dazu bieten eben Schleifen die Möglichkeiten, dass man eben am Ende eines Blocks wieder zum Anfang des Blocks unter bestimmten Bedingungen springt. Ja, wie schaut das Ganze aus? Wir bauen uns mal eine Funktion dazu, die heißt einfach essen, bis ich satt bin. Und in dieser schauen wir uns zunächst mal die While-Schleife an. Ich definiere hier eine Variable, die nenne ich bin ich hungrig. Und die setze ich einfach zu Beginn auf false. Entschuldigung, auf true. Das ist, wenn ich hungrig, wenn ich was essen will, sollte ich hungrig sein. Und dann ist das hier eben die Anzahl der Schnitzel, die ich gegessen habe. So, und hier sehen wir schon das Konstrukt der While-Schleife. Schauen wir uns mal den Syntax genauer an, was wir hier sehen. Wir haben eben das Schlüsselwort while zu Beginn und gefolgt von zwei runden Klammern. Und innerhalb dieser Klammern muss ein Ausdruck stehen, der einen booleschen Wert zurückgibt. Also entweder true oder false. Und danach wird der Block, der innerhalb der Schleife liegt, eben in diesen beiden geschweiften Klammern ausgedrückt. Und der Code, der eben hier drin liegt, der kann wiederholt werden. Also, ich erstelle mir noch eine Funktion, die lasse ich aber leer. Die nenne ich so. Und dann erhöhe ich, wenn ich einen Schnitzel gegessen habe, die Anzahl der, die ich gegessen habe. Und dann, wenn ich sage, also ich vertrage maximal 7, dann setze ich eben, bin ich hungrig, auf false. Und wir rufen jetzt einfach mal diese Funktion hier auf. In der Main-Funktion. Entschuldigung, das ist natürlich Blödsinn. Wissen, dass ich satt bin. So. Also wie gesagt, diese leere Funktion hier, die wir hier aufrufen, die soll einfach bloß andeuten, dass hier irgendwas Wichtiges innerhalb der Schleife passiert und das wird eben mehrmals ausgeführt. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie sich dieses Programm verhält. Also wir springen von der Main-Funktion in diese Funktion hier unten. Wir erstellen uns unsere Variable. Wir erstellen uns die andere Variable, die wir letztendlich als Zählvariable benutzen. Das sehen wir gleich, was das heißt. Und jetzt gehen wir eben in diese While-Schleife rein. Und schon zu Beginn der While-Schleife wird überprüft, ist denn dieser Ausdruck innerhalb dieser Klammern hier oben wahr. Und wenn er wahr ist, dann gehen wir in den Schleifenblock rein. Wir sind jetzt hier drin. Ich rufe diese Funktion auf. Und man sieht, da passiert nichts. Also kann man das nächste Mal auch einfach drüber springen. Jetzt passiert aber was halbwegs Interessantes. Wir erhöhen jetzt diese Zählvariable. Wir sehen hier unten. Diese steht jetzt eben auf 1. Und
ja, hier in diesem if-Abschnitt innerhalb der While-Schleife überprüfe ich jetzt, ist diese Anzahl schon 7. Das ist wohl nicht der Fall. Das heißt, ich gehe jetzt weiter, die Funktion nochmal auf, erhöhe den Counter. Wir sehen, wir gehen immer noch nicht in diesen Abschnitt rein. Wir sind ja noch lange nicht bei 7. Das heißt, wie wir sehen, wird dieser Code immer wieder ausgeführt, solange eben dieser Ausdruck hier oben, bin ich hungrig, noch auf True steht. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir 7 Schnitzel gegessen haben. Genau jetzt gehen wir eben hier rein und verändern unsere boolesche Variable auf False, weil wir ja nach 7 Schnitzeln jetzt endlich mal satt sind. Und jetzt ist der Punkt, wo wir aus der While-Schleife rausspringen, wie man sieht. Und dann wird eben auch letztendlich das nächste Statement nach der While-Schleife ausgeführt, wie man gesehen hat. Hier kommt aber nichts mehr, deswegen springen wir einfach aus der Funktion raus. Wir sind wieder in der Main-Funktion und damit beendet sich unser Programm. Also die While-Schleife ist vom Syntax her ähnlich wie if, bloß dass wir halt hier nicht if stehen haben, sondern while. Und genauso muss hier drin in C-Sharp ein boolescher Ausdruck folgen. Das kann ein Funktionsaufruf sein, wie wir wissen. Das können beliebige verkettete oder geschachtelte Ausdrücke sein. Wichtig ist bloß, dass hier ein boolescher Wert zurückkommt und innerhalb oder anhand dieses boolschen Werts wird immer entschieden, ob dieser Schleifenblock nochmals ausgeführt wird oder nicht. Ja, was passiert, wenn ich diese Variable gleich auf False setze? Da sieht man sofort, mein Code-Unterstützungstool ReSharper kennzeichnet mir dieser Code hier, der wird nie ausgeführt, wie man sieht, also dieser Schleifenblock. Warum? Weil das, da können wir einfach auch nochmal durchdebuggen, in diese Funktion rein, wir setzen das sofort auf False. Wenn zu Beginn der Schleife dieser Ausdruck False ist, springen wir gar nicht in die Schleife rein, wie man sieht. Das ist jetzt hier nicht direkt das Problem, weil wir das, was wir als Ausdruck in Schleifenkopf, so nennt man diese Zeile hier, wenn wir im Schleifenkopf eben eine Variable, die wir hier uns lokal in der Funktion definiert haben, benutzen, ist das nicht sehr spannend. Aber ich schreibe jetzt nochmal eine andere Funktion. Die heißt beispielsweise nach Süßigkeiten. Mit dem Parameter mehr als eine Süßigkeit. Und dieser Parameter ist eben ein Boolean und den nutze ich jetzt mal in meiner Schleife. Also im Prinzip ist diese Funktion ganz genauso aufgebaut wie diese hier unten. Ich lasse einfach hier auch mal den Standardwert weg, weil wenn ich Variablen definiere vom Typ int, ist der Standardwert sowieso 0. Also genau das gleiche, was ich hier unten geschrieben habe. Und wenn ich jetzt hier eben meine While-Schleife mache und hier eben mehr als eine Süßigkeit angebe, dann sehen wir, ich mache hier nochmal eine leere Funktion, die heißt Nasche Süßigkeit, die erstelle ich mir, schiebe sie nach unten, weil wir sie nicht brauchen. Anzahl Süßigkeiten plus plus. So. Okay.
Und wenn ich jetzt hier in der Main-Funktion eben Nasche Süßigkeit aufrufe, dann kann ich hier eben als Boolean angeben, wie das Ganze funktionieren soll. Also ich kann das Ganze parametrieren. Wenn wir diese Funktion jetzt aufrufen, sehen wir, jetzt haben wir plötzlich ein Problem. Also intuitiv würde man vermuten, dass dieser Schleifenblock mindestens einmal ausgeführt wird. Zumindest was uns die Namen dieser Funktion suggerieren. Aber wie wir sehen, wenn wir true angeben, passt das Ganze. Wenn wir hier jedoch false angeben, und jetzt wird es eigentlich erst interessant, dann kommen wir eben niemals in diesen Schleifenblock rein, weil diese Initialbedingung eben schon false ist und deswegen die While-Schleife schon zu Beginn unterscheidet oder entscheidet, nicht in diesen Schleifenblock zu springen. Und das kann man mit einer Modifikation der While-Schleife, der sogenannten Do-While-Schleife, verhindern. Die Do-While-Schleife funktioniert ähnlich wie die While-Schleife, aber sie sorgt eben dafür, dass die Schleifenbedingung nicht erst am Anfang oder nicht am Anfang, bevor der Schleifenblock ausgeführt wird, sondern danach ausgeführt wird. Okay, was haben wir jetzt hier? Diese Do-While-Schleife sorgt dafür, dass dieser Schleifenblock auf jeden Fall einmal ausgeführt wird und am Ende, das sieht man schon an der Syntax, dass die Bedingung für diese Schleifenart eben erst nach Ausführung des Schleifenblocks und nicht wie bei der While-Schleife zu Beginn des Schleifenblocks durchgeführt wird. Schauen wir uns das nochmal an, wie das ausschaut. Wir gehen hier definitiv, obwohl der Parameter auf jeden Fall false ist, wie man hier sieht, einmal in den Schleifenblock rein. Wir erhöhen unseren Zähler. Wir haben weiterhin keinen Einfluss mehr auf diesen Parameter, den wir natürlich auch lokal setzen können. Und wir gehen jetzt raus. Nochmal vielleicht zum Vergleich, was passiert, wenn ich hier mit true reingehe, wenn ich mehr als eine Süßigkeit essen will, dann sind wir eben hier nicht nur einmal im Schleifenblock, sondern ganze fünfmal. Beim fünften Mal wird dann entschieden, jetzt sind wir dabei, dass wir diesen Parameter, der standardmäßig hier mit true belegt wurde vom Aufrufer, eben jetzt auf false setzen, und das ist ja gleichzeitig die Schleifenbedingung, die zum Abbruch letztendlich führt. Also wir springen hier aus der Schleife wieder raus. Ja, schauen wir uns nochmal die Syntax der Do-While-Schleife an und der While-Schleife. Wir sehen hier Schlüsselwort, Klammern mit Schleifenbedingung, dann folgen zwei geschweifte Klammern. Vorsicht bei der Do-While-Schleife. Hier haben wir das Do-Schlüsselwort, dann der Schleifenblock mit den zwei geschweiften Klammern, dann das While-Schlüsselwort, die Schleifenbedingung und dann kommt nochmal ein Semikolon. Das ist der Unterschied, dieses Semikolon am Ende der Do-While-Schleife. Das haben wir hier am Ende der While-Schleife nicht. Das ist aber auch bloß bei der Do-While-Schleife, dass wir da ein Semikolon einsetzen müssen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben kurz besprochen, dass Schleifen genutzt werden, um am Ende eines Blocks, also hier unten quasi, wieder zum Anfang des Schleifenblocks zurückzuspringen, unter bestimmten Bedingungen, und die While- bzw. die Do-While-Schleife machen das eben anhand eines boolschen Ausdrucks, und damit sind diese Schleifenarten letztendlich, wie wir gesehen haben, die funktionieren genauso wie ihre jeweiligen Varianten in C, also das ist wirklich 1:1 in C-Sharp nachgebaut. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir uns die For- und die For-Each-Schleifen anschauen. Bis dann!